Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Doraemon Story of Season. Ihr geht direkt schlafen. Ja, schlafen. Und dann gucken wir mal, was am nächsten Tag so abgeht. Ich habe mittlerweile momentan gar kein Geld. Also, es ist wirklich rar gesät. Aber wie schon gesagt, mit der Farm. Ich erhoffe mir, dass wir da was Gutes rausbekommen. Was das angeht. Und heute soll ja ein Glühbirnchenfest abgehen oder so, ne? Wie geht's nur wieder? Sony, was ist los? Ich und Gerrit haben an ein paar neuen Rezepten gearbeitet. Wollte uns sagen, dass dich eine bunte Mischung an Gerichten erwartet. Probier sie doch mal, wenn du zum Rumtreiber-Imbiss kommst. Kochen ist wirklich genau dein Ding, hm? Danke, Sonio. Im Imbiss gibt es jetzt noch mehr Auswahl an Speisen. Die Angebote wechseln jeden Tag, also schau täglich vorbei. Okay. Sehr schön. Ich schau nochmal kurz. Ja, genau, heute ist Glühbirnchenfest um 20 Uhr am Mixmaxbach. So, reden wir das mal ein. Hallo? Hallo? Sunny, bleib hier. Meine Güte. Guten Tag. Du kommst mit. Weil ich muss ja eher. Ich muss ja sowieso gießen. Guten Tag, Ivo. Ich guck mal runter, ob Lumis da ist. Bei Anfreunden ist er sowieso wichtig. Und was wir auch mal machen können bei Shizuka ist. Mal. Ja, machen wir mal Farmarbeitsgewand mal. Ja, hier, bitteschön. Weil, wenn wir ja sowieso viel auf der Farm jetzt sind, dann sollte das auch dementsprechend gekleidet werden, ne? Bekleidet sein. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Gut, dann haben wir es getan. Danke. Da stand es mir gerade ein bisschen im Weg. Gut. Dann haben wir zu tun, ne? Ich muss ehrlich sagen. Ah, ist voll. Mich stört das ein bisschen mit den Events. Nicht, dass die existieren. Mich stört das. Oh, dann sucht ihr doch ein anderes eigenes Feld. Meine Güte. Mich stört ein bisschen die Dicke. Sehr schön. Einen davon müssen wir Lumis geben. Der Rest wird verkauft. Weg. Aufteilen. So. Den packe ich mal kurz mal hier. Ja, den packe ich mal kurz mal hier rein. Ja, was ich damit sagen will, ist mit der Dichte der Events. Dass das Spiel ist schön und gut, dass die Events hier alle so zahlreich sind, ne? Dass man halt immer was zu tun. Nur mein Problem ist halt einfach, dass das halt viel zu viel auf einmal sind, wenn man halt mit den Leuten redet. Du gehst wahrscheinlich gerade woanders hin, oder? Kann ich dir jetzt kurz geben? Halt. Geben. Ja, ich hole auch den Rest. Keine Sorge. Guten Tag, Pip. Ich weiß nicht, ich hätte es gerne einfach so gehabt, dass man einfach die Events halt nicht sofort passieren lässt. Es macht halt, weiß nicht. Es ist halt nervig. Das ist ein Story of Seasons Spiel. Man will sich um die Farm kümmern und alles. Und egal, wo man hingeht, man spielt das Spiel ja so, wie man das Spiel spielen soll. Ne, so ist das ja nicht. Ich rede halt mit allen Bewohnern, wie es sich gehört und so weiter. Aber das Problem ist halt einfach, es ist halt viel zu viel. Man kommt gar nicht dabei. Man hat keinen normalen Spielfluss irgendwie, weil es halt einfach alles auf einmal passiert. Wenn man halt normal regelmäßig mit den Bewohnern spricht. So wie es sich gehört. Das ist halt ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich finde das halt so absolut nervig. Das Spiel lässt einen keine Luft. Wenn ihr versteht. Klar, jetzt bin ich auf der Farm, jetzt habe ich Luft, aber. Es lässt mich nicht in Ruhe.
wenn ihr versteht. Witzig, die habe ich alle am selben Tag geerntet und die wachsen trotzdem früher, weil ich sie in der anderen Tageszeit geerntet hatte. Und egal, wo ich hingehe, es passiert immer was, ne? Jetzt zum Beispiel ist ein Event in der keine Ahnung. Hier im Zwitscherwald. Und eigentlich will ich auch noch in die Mine rein, ne? Schwierige Situation, weil... Ja. Komm mal mit. Bis dann. Los! Anuna? Ja. Haben wir hier schon geredet? Ja, hab ich. Okay. Wir gehen jetzt in die Mine. Ich weiß, wir werden nicht viel schaffen. Aber ich hoffe mir trotzdem, dass wir da was Gutes, dass wir mindestens ein bisschen was rausbekommen. Ich meine, zur Not kann ich immer noch die... ich mach erstmal kurz mal ein Nickerchen bis um 14 Uhr. Und dann kriegen wir hoffentlich was, bisschen was raus. Zur Not können die Fossilien können wir immer noch verkaufen, die wir bekommen, ne? Ihr erinnert euch. Vielleicht kommen wir mit Glück, aber auch tief. Weil einen Rubin brauchen wir halt dringend, ne? Das ist halt wirklich wichtig. Und ja, wir gehen heute auch noch zum Fest. Wir sollen ja im Mixmaxbach gehen und da mit Oma Bosskopf reden. Das weiß ich. Ja. So. Dementsprechend können wir uns ja die Zeit nehmen, ne? Ich darf es halt nur nicht vergessen. Und ich bin halt sehr vergesslich. Ich habe schon des Öfteren in anderen Farming-Spielen die Events einfach verschlafen, weil ich sie vergessen hatte. Ja, das sieht nicht gut aus heute, ne? Der erste ging relativ flott, aber der zweite lässt wieder auf sich warten. Immerhin kriegen wir Fossilien, die wir verkaufen können. Müssen wir mal schauen. Ja, ich weiß. Es dauert erst. Na, mach. Wenn Felder so lange dauern, dann kann man es eigentlich schon wieder vergessen. Ist halt so, ne? Weil dann kannst du, ja... Ja, ist klar, ne? Ich will halt aber auch nicht speichern und neu laden immer. Also das will ich halt, das mache ich halt, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich es einmal offscreen machen. Offscreen ohne euch einmal hier einen Tag verbringen in der Mine und immer Speicher neu laden, wenn ich den gefunden habe. Ist ja machbar. Dann kriegen wir Eisen jetzt und so ein Gedöns. Ist okay. Wir gehen gleich nochmal nach oben und machen nochmal ein Nickerchen. In der Hoffnung, dass ich das wieder hier schnell finde. Das nächste Loch. Oh, heiß mal heil. Guten Tag, Gidori. Und das, guck mal, das ist das, was mich nervt. Wenn ich jetzt den anschnacke und dann irgendwie das Event oder ihn eine Stufe erhöhe, dass ich dann direkt das Event gestartet wird. Nicht irgendwie am nächsten Tag oder so. Gehe am nächsten Tag zu Gidori in der Mine und dann passiert es. Nein, das passiert sofort und da kann man halt seine ganze Planung vergessen für ein Part. Wenn ihr versteht. Weil mein Plan ist jetzt, dass ich jetzt das Event heute mache und am nächsten Tag vielleicht das Event im Switcherwald. Genau, das ist mein Plan. Und wenn jetzt noch ein anderes Event dazwischen kommt, plötzlich 20 Minuten darf ich Gidori vorlesen, dann ist das komplett wieder, ich weiß nicht.
Ist nicht so geil. Wenn ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weil die Events sind halt, die Eventdichte ist einfach viel zu viel. Und am meisten nervt mich, dass... Ach komm, ein bisschen schaffst du noch. Siehst du mal, hier ist das komplette Feld fast weggemacht, ne? Pass auf, hier ist es jetzt. Ja, ja, super. Bisschen kann ich noch. Aber hier ist auch nicht die Tiefe, wo man wirklich gutes Zeug findet. Naja. Das reicht. Wir gehen jetzt im Mixmaxbach. Finde ich ein bisschen schade, dass man das alles wieder speichern und laden muss, ne? So, Klügelmännchen fest zum Mixmaxbach. Da sind sie auch alle. Gut. Erstmal. Hallöchen. Mit euch habe ich schon geredet. Guten Tag. Wie viele Klügelmännchen mit? Oma, der Oma müssen wir als letztes reden. Hallöchen. Mit Steri angefangen. Jetzt passiert doch gleich das nächste Event, wenn wir da nicht als nächstes hingehen, ne? Ihr versteht. Hi. Guten Tag. Hallöchen. Genau. Oi. Oi. Guten Tag. Hallöchen. Wie geht's dir? Luana, wir haben uns schon gesehen. Oh. 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 Der Monkey. Hallöchen. Was? Da, du doch so niedlich wie immer. Sonst ist ja keiner mehr, außer Oma Bosskopf. Nee. Gut. Geh rüber zum Mixmaxbach, wenn du die Klügelmännchen sehen willst. Ja. Ja. Hey, Nubita, du bist gekommen. Ja, hier soll es eine Menge Klügelmännchen geben. Ich bin so aufgeregt. Habt ihr schon welche gesehen? Kein einziges. Ich wette, sie lassen sich gar nicht blicken. Doch, sie bereiten bestimmt gerade ihr großes Debüt vor. Yes. Es ist fast soweit. Der Blick am Fluss ist besser. Gehen wir dahin. Okay. Ich kann es kaum erwarten. Wo sind sie? Es soll ja viele sein, aber wie viele sind es wirklich? Ich habe noch nie gezählt, aber viele ist nicht übertrieben. Und wie sich ihr schwaches Glühen im Wasser spiegelt, ist toll anzusehen. Ich hoffe, sie tauchen bald auf. Wann zeigen sie sonst? Dieses Jahr sind sie spät dran, es sollte aber nicht mehr lange dauern. Mann, wie lange dauert das noch? Kommt raus, ihr blöden Glühwürmchen! Heute Abend sehen wir wohl keine mehr. Vielleicht gibt es dieses Jahr einfach nicht genug Glühwürmchen. Wir sind extra den ganzen Weg hierher gekommen. Und ich erst. Naja, der Natur kann man es nicht verübeln. Ich nehme an, es ist dieses Jahr einfach Pech. Das ist wirklich schade, ich hatte mich so darauf gefreut. Vielleicht haben wir nächstes Jahr mehr Glück. Ja. Was denn, Mary? Schau mal. Was siehst du? Da, über den Teich. Über den Teich? Oha. Das ist eine Menge jetzt. Klöwärmchen. Bist nicht so laut, du verscheust sie noch. Oh, richtig, tut mir leid. Sie sind so wunderschön. Das sind sie wirklich. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Das sieht man definitiv nicht jeden Tag. Gut, dass wir gekommen sind. Ja. Schön, dass ihr Spaß habt. Hoffentlich kommt ihr nächstes Jahr wieder. Auf jeden Fall, wir sollten alle wiederkommen. Das sollten wir. Das ist wirklich schön und schön anzusehen. Ja, du mich auch. Wir haben doch bestimmt irgendwo die Tür hier. Da.
wie er sie anschlägt. Warte mal, er will. Da. Ein Genji-Glühwürmchen. Guck mal, nächstes Jahr gibt's keine mehr. Er fängt sie alle weg. Ne, wir gehen zur Farm Quell. Und dann haben wir für heute auch genug erreicht. Ja. Gian. Ja, das war auch total unglaublich, ja. Hau ab jetzt. Ja. Und dann gehen wir schlafen. Ich meine, wir haben kein Herz mehr. Es ist Nacht, wir können eh kein Nickerchen machen, also. Wozu jetzt lange herumirren? Und Feldfrüchte bringt doch ein bisschen was ein. Komm, ein bisschen. Das waren jetzt nur die Kürbisse, ne? So. Hat sich schon gelohnt. Ich denke mal, im Sommer sollte man viele Kürbisse anbauen, aber wir haben jetzt so viel anderes Zeug da angebaut, also. Ja. Erstmal guten Tag. Ne? Ja, er ist aus dem Bett gefallen, das freut mich sehr. Hat bestimmt ordentlich gerumst auf der anderen Seite der Erde. Oh, was macht ihr beiden hier unten? Freundlich mit Luan, dann habe ich. Bitte sag mir nicht, dass sie. Achso, jetzt sollen wir zum Sonnenstrand, okay. Projekt, ich mag Luana. Aber erstmal, wir sollten hier Shizuka fragen, weil Shizuka ist hier unsere Gießkannenmeisterin. Die macht das sogar freiwillig. Vielleicht liegt es aber auch an der Herzanzahl. Wer weiß. Deswegen machen wir uns jetzt an die Arbeit. Machst du hier, ich mach da? Gut. Einteilung ist das A und O. Und mal sehen, was am meisten Geld bringt. Von allem. Wahrscheinlich das, was am meisten, am längsten dauert, ne? Oh, guck mal, der Hibiskus, ne? Uiuiui. Ui, ui. Oh, such dir doch ein eigenes Feld. Geh doch nicht aufs Feld, wo ich bin. Muss das so? Erstmal guten Tag. Hol ein. Was wohl ein? Pip? Bigo, genau. Biga. Ja, ist okay. Bigo. Ja, ich bin doch schon längst weg. Ist doch gut. Chill deine Base. Ach ja. Das gute Gras. Und nein, wir haben momentan kein Geld, um einen Tierstall zu kaufen. Ich bin dabei, Leute. Ich versuche alles. Menschenmögliche. Ja, ja. Das war das Glühwürmchenfest. Aber das Problem ist halt nicht. Mein Problem ist halt, dass man sich nicht ordentlich um die Farm kümmern kann, ordentlich Sachen kaufen kann, alles hintereinander, so dass man halt einen kühlen Kopf, also den klaren Gedanken behalten kann, dass man halt auf der Farm arbeiten will und das und dies und jenes braucht. Aber die Events lenken halt immer von allem ab und dann ist man komplett wieder raus und dann ist der Part auch schon wieder rum und das Part habe ich schon vergessen, wenn ihr versteht. Ja, was machen wir jetzt? Ich könnte natürlich zu den Events gehen, ne? Wollen wir es machen? Aber uns fehlt halt Geld. Eindeutig. Shizuka, geh mal nach Hause. Ich habe viel zu viel ausgegeben für das Feld. So, komm mal mit. Die Ameise. So, wir gehen ja jetzt zum ersten Mal hier auf das, wie heißt das? Im Sommer, ne? Im Sommer zum sonnigen Hügel, genau. Ja, ist schon ordentlich Geld, ne? Kann man hier immer noch Muscheln sammeln? Wo ist das? Da. Das sieht man kaum. Ja, wieder nur Muscheln.
So. Warum auch immer. Eine Libelle. Ich meine, ich fange die jetzt einfach ein, um sie zu verkaufen. Ja. Zack. Das war die Quelljungfer. Oma Bosskopf, Hallöchen. Ja. Gut. Bisschen Nebel hier, oder? Kann das sein? Morgentau. So, dann schauen wir mal. Was geht hier ab? Heute bringt ihr Oma Bosskopf die Stühle, die ihr gemacht habt, stimmt's? Sie sind gut geworden. Sind sie gut geworden? Meine auf jeden Fall. Oliver? Ich behaupte einfach mal, wir sollten uns das Beste bis zum Schluss lassen. Und damit meine ich meinen Stuhl. Ich hoffe, du meinst nicht den Stuhl. Also los, Oliver, du bist zuerst dran. Ich wünschte, wir hätten noch ein wenig mehr Zeit gehabt. Aber Termin ist Termin. Bringt ihn für mich raus, ja, Gian? Okay. Das ist ein Stuhl? Das nennst du einen Stuhl? Das ist ein Hocker. Nee. Hattest du echt keine Zeit, eine Rückenlehne anzubauen oder das Ding wenigstens so streichen? Vermutlich, weil ich zum Zusammenbauen so lange gebraucht habe. Tut mir leid. Glaub, gib dir nicht die Schuld, Gian. Schließlich hat Oliver selbst keinen Plan vom Zusammenbauen von Möbeln. Hält er, wenn man sich draufsetzt? So viel kann ich garantieren. Los, probier es aus. Oh, du hast recht. Das Ding ist viel stabiler, als es aussieht. Selbstverständlich. Oma soll doch nicht auf einem kippeligen Stuhl sitzen müssen, oder? So, hier doch. Apropos, das schlecht durchdachte Objekt, an dem du rumgewickelt hast, scheint es ja jetzt schon fast zusammen umzufallen. Immer noch besser als dieses traurige Stück Sperrmüll. So, geil. Ach ja? Na dann los, sehen wir uns an. Komm sofort, polier lieber deine Brille, denn dir werden gleich die Augen geöffnet. Wow, ein Stuhl, der wie einer aussieht. Nicht übel. Ha, dieser Stuhl ist der einzige wahre Stuhl. Sorgfältig und mit Liebe zum Detail entworfen. Der perfekte Rastplatz für die Probacken. Das ist beeindruckend. Also, was meinst du? Ich gebe zu, dass er gut aussieht. Aber denk dran, dass er für Oma ist. Soll die arme Frau echt dieses schwere Teil durch die Gegend schleppen? So schwer ist er gar nicht. Und noch wichtiger, ist er stabil genug? Bei dem Punkt hattest du doch ein paar Probleme, nicht wahr? Natürlich ist er das. All die Rückenschläge haben nur geholfen, ihn besser zu machen. Ich meine, deshalb ist er jetzt vielleicht ein klein wenig größer und schwerer geworden, aber... Darf ich mal Probe sitzen? Tu dir keinen Zwang an. Scheint ganz okay zu sein. Was hast du? Au, au, au. Nur wieder alles okay? Du hast dich nicht verletzt, oder? Mir geht's gut, glaube ich. Ich verstehe es nicht. Ihr habt das Teil immer wieder verstärkt. Der Stuhl sollte doch solide wie ein Feld sein. Ja, aber die ganze Verstärkung haben seinen Schwerpunkt verlagert, sodass er jetzt leichter umkippt. Das soll beim Witz sein. Wenn du eine nötige Berechnung für deine Würfe anstellen würdest, hättest du solche Probleme nicht. Ich brauche keine Ratschläge von jemandem, der noch nicht mal einen Stuhl zusammenbauen kann. Ernsthaft, auf meinen kann man sich wenigstens setzen, ohne dass er es umkippt. Kommt schon, Leute, streiten bringt euch nicht weiter. Hey, Moment mal, ich weiß genau, was wir jetzt brauchen. Den Ultramixer. Nee. Seht zu und staunt. Wow, wie hast du das denn gemacht? Die beiden Stühle wurden fusioniert. Einfach genial. Ich bin nur froh, dass es geklappt hat. Ich habe diesen Apparat von Doraemon benutzt, um die beiden Stühle zu einem zu kombinieren. Okay, hört zu. Oliver konnte seinen Stuhl nicht rechtzeitig vollenden und Bells war nicht stabil genug. Aber wenn wir die Stärken von euch beiden kombinieren, erhalten wir ein tolles Möbelstück. Der Stuhl sieht schon gut aus und auch stabil. Wenn ihr mich fragt, müsst ihr beide euch eure Differenzen überwinden und wieder zusammenarbeiten. Belle, du kannst wirklich Olivers Hilfe gebrauchen. Oliver, du bist ohne Belle auch völlig verloren. Obwohl dieser Stuhl eigentlich ziemlich hässlich ist, oder? Was? All meine kleinen Verzierungen sind weg. Er sieht jetzt genauso langweilig aus wie alle Entwürfe von Oliver. Und dabei bewirkt er weder so praktisch noch so leicht wie meine üblichen Entwürfe. Deine kleinen Verzierungen sind so übertrieben, dass er selbst die schlichte Version davon den Stuhl ruiniert. Wie bitte? Mama. Hey, beruhigt euch. Konnichiwa. Hallo, darf ich reinkommen? Oma Bosskopf. Ich wollte mal fragen, ob der Stuhl für mich schon fertig ist. Masina. Ehrlich gesagt. Ja, ist er. Uja.
Oh, das ist ja wunderbar. Nobita, warte. Ach, der ist aber hübsch. So einen schönen Stuhl habe ich ja noch nie gesehen. Ist das wahr? Ja, aber, ja, mein Lieber, ich wusste es gar nichts. Ich wusste, es kann ja gar nichts schief gehen, wenn ich ihn bei euch bestelle. Vielen lieben Dank euch beiden. Nein, das war... Ich möchte ihn gerne gleich mitnehmen. Werdet ihr so lieb, ihn jetzt mir nach Hause zu tragen? Ja, klar. Seht ihr, Oma gefällt er. Ich sag's euch, mit vereinten Kräften leistet ihr zwei die beste Arbeit. Also, was meint ihr? Oma mag ja zufrieden sein, aber das heißt nicht, dass ich es auch bin. Geht mir genauso. Der Stuhl war für Oma. Wenn er ihr gefällt, müssen wir wohl nicht weiter darüber diskutieren. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt willens bin, Belle meine zukünftige Arbeit verhunzen zu lassen. Ich lerne lieber Möbel aufzubauen, als zu erlauben, dass sie ihre kitschigen Rüschchen auf mein Design klatscht. Als ob ich je wieder mit deinen Entwürfen arbeiten will. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, so ist das eben, ne? So ist das eben. Okay, haben wir das auch erledigt? Mampf, 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 Kau, Kau, Kau. Okay. Wir werden jetzt mal erstmal ein paar Sachen in die Truhe packen. Wo ist da? Die menschliche Lok. Ich weiß, es gibt auch irgendwie eine Schnellwahltaste. Aber meine Güte, wie soll man sich mit den ganzen Mechaniken denn beschäftigen, wenn jedes Mal irgendwo was stattfindet, ne? Deswegen mache ich lieber so, wie ich es kann, denke ich mir. Dip, dip, dip. Du bist so schnell wieder hergekommen, du bist ja schneller als ich gewesen. Na gut, Fossilien weg. Käfer und Muscheln auch weg. Das behalten wir mit dem Rest. Ja, der Rest kann behalten werden, ne? Weg, 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 weg. Ach ja, wir können jetzt... Das hab ich ganz vergessen, ne? Wir können jetzt das hier alles mal rausnehmen. Auch den Metallrest, ich weiß es nicht. Und, und das Holz und die Steine. Was können wir jetzt alles hier drüben einlagern? Halt. Ach, man kann einfach so rein... Oh, ich dachte, man müsste... Hä? Kein Hühnerfutter da. Hat man nicht irgendwas gebaut? Wir hätten irgendwas gebaut. Kein Futter da. Wir hätten noch so einen Stall gebaut, oder nicht? Hä, bin ich doof? Ach, hier unten. So. Ja, guck mal, wir haben schon viel Kupfer und so ein ganzes Gedöns, ne? Also, es wird schon. So, jetzt angeln wir aber noch ein bisschen. Weil sonst können wir es ja ganz komplett vergessen, ne? Das mit Geld, das wird ja nichts. Auf langer Sicht. Schauen wir mal, was wir hier bekommen. So ein paar Fischchen noch holen. Die auch noch in die Verkaufsbox packen und dann hoffentlich haben wir nächsten Tag mehr Geld. Weil eigentlich lässt sich ja leicht Geld verdienen. So ist das ja nicht. So ist das ja nicht. Aber ihr wisst ja, ne? Ihr wisst ja, wie es ist hier. Man kann sich hier nicht für nichts für irgendwas Zeit nehmen, weil immer irgendwo was passiert. Wenn einmal im Paten ein Event passiert, finde ich am besten, das finde ich am besten, aber Event nach Event nach Event nach Event anstrengend. Ein Schwarzbarsch. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also, ist jetzt nur meine Meinung, ihr könnt ja gerne anderer Meinung sein. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ich beiß euch dafür nicht. Aber ich muss halt ehrlich sagen, es ist lobenswert, ne, dass so viel passiert. Das muss ich ehrlich sagen, das ist lobenswert. Und eigentlich ist es ja per se nichts Schlechtes. Es ist halt nur mein Empfinden, dass ich halt irgendwie gefühlt dadurch zu nichts komme.
weil ich mich nicht lange genug auf die Farm konzentrieren kann oder auf sowas. Ich konzentriere mich auf die Farm, will das und Deko kaufen und dann Holz sammeln, dies, das, was man halt so auf der Farm macht, und in der Zeit hat man halt 100 Events hinter sich, ne? Da kann man sich halt nicht, da kann man die Konzentration nicht drauf behalten auf die Farm. So, ein Fisch machen wir noch, ne? Komm, ein Fisch machen wir noch. Dim, 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 dim. Und mal gucken, ob es sich am Ende gelohnt hat. Am nächsten Tag, am nächsten Part seht ihr es ja am Anfang, wenn wir schlafen gehen. Na komm, jetzt ein Fisch noch. Komm jetzt, da kommt er, okay. Okay. Oder mal einen kleinen Reisfisch. Ja, sind nicht viel wert, aber hey. Fossilien sind auch nicht an sich viel wert, aber 120 pro Stück. Also es ist schon, es lohnt sich schon, die ganzen Fossilien zu verkaufen. Ich glaube, wir haben auch noch anderen unnötigen Zeug hier in der Dings, ne? Ja, den Seestern brauchen wir nicht. Ich denke mal, den Fisch werde ich auch verkaufen. Den Goldfisch auch. Und die Viecher hier mal, außer die Bienen, können auch mal weg. Eigentlich. Denke ich zumindest, dass die weg können. So. Weil der Fisch ist viel wert, 1000. Weil die kann man ja überall wieder fangen, also hey. Ist jetzt nicht so, als wenn wir die brauchen, oder was meint ihr? Ich weiß nicht. Schade, dass man nicht sehen kann, wie viel man hier rausbekommt, dass man es erst am Ende sieht, weil zusammenrechnen tue ich jetzt nicht, ne? Gut, dann soll es aber für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss!